Welcome, ladies and gentlemen, hier zu einer neuen Folge. Achso, jetzt habe ich rausgetappt von Tank Mechanic. Ich will in dieser Folge mal hier die diese Karre bei dem haben. Und den Panzer 3 würde ich gerne fertig machen. So. Ich habe zwei Fahrzeuge eben gemacht in der anderen Folge und habe einfach eine Stunde gespielt schon wieder. So, hä? Durch Rollen? Ich glaube, das ist auch ein geiles Game für einen Stream, actually. Problem ist, ich kann es wohl doch... Ich weiß nicht genau, ob ich es im Stream auf... Ich weiß nicht. Wenn die Sachen in 4K aufnehmen würde, dann müsste ich sie in 4K auch als Stream... Also nicht streamen, sondern auf... Also, ne, als Capture im Stream auf 4K haben. Und da ich das nicht hab. Ich muss sagen, Jagdpanzer zu machen sind, ist nicht so geil. Also, das geht mit einem Kampfpanzer actually viel einfach, muss ich dazu sagen. Weil da kannst du halt einfach einsteigen, oder beziehungsweise, ja, genau. Da demontierst du einfach deinen Turm. Und fertig ist der Lachs, weißt du? Und hier muss er jetzt so ein Behinderter die ganze Zeit rumeiern. Das ist halt ganz schön nervig, finde ich. Aber das Stück haben wir ja auch so gefunden. Lackiermodus. Also die Sachen, die du so findest, die kannst du ja dann auch behalten quasi. Die selber aus Bullets. Aber die Sachen, die du aus dem Contract hast, die musst du ja mal wieder abgeben. Aber so verdienst du ja eigentlich deine Knete. Ich kann mich aber null daran erinnern, das Game nochmal die Spiel zu haben. Also wirklich nicht. Also, keine Ahnung, wann das passiert ist. Habe ich keine Ahnung. No remembrance at all. Absolutely not. So. Was mit dir? Du siehst einfach so scheiße aus, glaube ich. Okay. Geht natürlich mit dem Ding schon wesentlich schneller, so. Frontgetriebe schützt die Besatzung vor Treffern. Kann ich eigentlich kein Stück mehr sehen, ne? Wie kann man sagen? Das Schöne an den M10 in der letzten Folge war gewesen, also in der ersten Folge vor Jahren, war halt gewesen. Hold on.
Das. Man da den Turm abnehmen kann, das würde ich sagen. Was ja hier nicht ganz. Aber das ist ja auch das eigentlich das Konzept von so einem Jagdpanzer. Die Amis, die haben das ein bisschen verkackt. Bei denen ist das Konzept Jagdpanzer ein bisschen falsch. Eigentlich ist das ja gewesen, um quasi Kosten zu sparen, weil du den Turm nicht produzieren musst. Und bei denen war das eher so, ja. Wir haben einfach scheiß Panzer und kriegen keine Kanonen in unsere Tanks, die uns, die deutschen Panzer actually durchschlagen können. Was machen wir? Genau. Wir bauen einfach ein größeres Geschütz in einen Panzer ohne Schutz ein. Seems legit. Gute Idee. Der hat bestimmt einen roten gekriegt, so. Versuche mal, das habe ich, glaube ich, genau das habe ich in der ersten Folge, glaube ich, auch gesagt. Damals, aber ich habe mir die ja gestern kurz angeschaut, um zu gucken. Da war auch die Qualität, da habe ich mit dem Headset aufgenommen, weil ich da mein Mischpult und nicht, alles nicht angeschlossen habe. Ich habe mir ja ein neues Mischpult irgendwann mal gekauft. Tankreparatur 85. Sind Buggy. Gott. Zustand des Kraftstoffsystems. Für den Tank? Oder war das dort? Prozent Lackierung. Ja, die andere Seite habe ich zum Beispiel noch nicht. Noch. Zustand der Wanne aus. Geht was? Was? Sonst tat das nie so weh, aber das kann auch sein, weil ich das Headset auch habe. Und das Headset ist ganz schön eng eingestellt, muss ich dazugeben. Oh. Jetzt ist das 20:31 Uhr, Alter. Okay. Okay, so. Bist du actually. Nee. Lichtmaschine, Teilriemen. Ist da diesmal der Kraftstoffschlauch auch dran? Gut, da ist er. Immer spackt das ein bisschen. Zustandsmotor 100%. Dann bauen wir den Motor mal ein. Was? Oh, wow. Bin aus Versehen verschoben. So.
Lackierung 85%, Rostentfernung 94%. Jetzt. Tankreparatur 90%. Inspektionsmodus. Ja, war ich ja gar nicht übersehen. Da fehlen Schrauben, sehe ich gerade. Wieso fehlen denn da, wieso sind denn was? Was ist mit dir? Sind da immer nur zwei? Ja. Sind da immer nur zwei Schrauben? Heck. Da ist noch was orange. Kann ich da mal rein in dieses Gerät? Ne, nicht das Fahrtium. Gut, da sind noch so ein paar Sachen, die können wir noch einbauen, oder? Das ist alles grün, ist doch fit, oder nicht? Ladeschütze. Das ist auf der Seite. Halt, markieren. Fahrer. Hier habe ich nämlich noch was gesehen, genau. So. Zurück. Was ist denn jetzt? Zeig mir mal die Panzeranalyse. Kraftstoffsystem. Auspuffrohr. Ah! Verschluss des Kraftstoffs und Kühlerdecke. Ach du Scheiße. Aber ich habe die fehlenden Bauteile gekauft, oder? Fuck. Ich habe die doch gekauft, dachte ich. Alle Tasten gleich so gedrückt. Ja. Hoppala. Eieiei. Wo Beschnitzer ihr macht, Junge. Oh. Ja. Das hat auf jeden Fall was gebraucht. Was fehlt denn jetzt noch? Verschluss des Kraftstofftanks. Kühlerdecke, kühler Wasser. What? Warte mal. Oh ja. Ah ja. Habe ich eventuell nicht eingebaut, ne? Essentiell. Oh, ist okay. So, jetzt ist 5%. Warte mal. Panzerstatus. Fehlt noch was? Kühlerdecke. Luftfilter zu den. Hey. Welcher Kühlerdecke? Nice, 100%.
Jetzt kommst du noch in die Lackiererei. Zack. Ist dann die Krücke da? So. Und dann, was machen wir denn da Schönes? Eine Lackierung. Schöne Wintertonnen. Forest. Was ist das? Desert. Nehmen wir mal Winter. Farbfelder. Uff. Rushin. Ne. Alter. Dark Yellow. Black Gray. Ja, das ist cool. Oh Junge, jetzt sind wir in World of Tanks hier, oder? Oh, und dann. Zack. So. Junge. Look at it. Und jetzt kommst du, oder? Unser Status. Panzer bewegen. Zum Ausstellungsraum. Platz 3. Look live! Wahrscheinlich wegen Tough. Okay. Look at that thing. Holy shit. Okay. Moment, die Formel 1 lassen. Geschützturm. Motor. Zack. Zack, 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 zack. So eine Schraube dran. Das ist stark. Du hast sogar noch Maschine mehr drin. Was ist denn hier noch gut? Der ist richtig am Sack, ne? Aber den haben wir halt auch aus dem Moor gezogen. Bestimmt. Irgendwann mal. Das ist das Schöne in einem Tank. Du kannst einfach, je nachdem wie groß der Tank ist, einfach quasi Turm abnehmen und dann steigst du ein. Und das ist halt der Vorteil. Beim Stuck kannst du halt den Aufbau nicht einfach so entfernen. Und das ist Schöne, bei dem kannst du den Boden rausnehmen und dann siehst du die Drehstabfederung. Ich glaube, beim Tiger ging das auch, aber ich weiß nicht 100%. Das wäre so ein scheiß Kraftstoffschlauch. So, pass auf, jetzt nehmen wir mal den Hammer. Hier, für dich. Zack, Rookie Smasher, Junge. Den Much. Nehmen wir die Montage hier, den Scheiß, nehmen wir mal runter. Für die Leute haben. Lüftungsgitter ab. Achso, hier ist noch die Abdeckung. Oh. Bin ich wieder irgendwelche Schläuche aus dem Fernseher. Das ist perfekt. So, was ist denn? Der Keilriemen, der muss raus. Der Kraftstoffschlauch muss raus. Dieser Keilriemen muss raus. Weg den Dreck. Schöne bei dem musst du theoretisch die Räder nicht abnehmen, weil du halt einfach von innen alles siehst, sozusagen.
Slancht dann mal die Bude gleich. Dann sieht man nämlich direkt die Floors, wenn er irgendwo Dings ist. Ich habe auch gesehen, es gibt ein DLC, wo dann ein Tiger 2 dabei ist und noch irgendwie ein IS-2, glaube ich, und ein BT-7 oder so. Aber eine Maus würde ich schon gerne mal renovieren. Die ist bestimmt mega. Die Sendung mit der Maus. Die schöne Kugelblende. Es ist schon, es hat halt was Satisfyinges, ne? Das musst du einfach mal admitten, ne? Es ist schon nice, wenn sich das so verändert, von einem Status zu einem anderen, so sauber auf einmal und alles. Das ist schon geil. Deswegen, viele Leute stehen ja auch übel auf diese Reinigungsvideos, wenn irgendwelche ihren Vorgarten halt hier kärchern. Ne? Das ist schon. Ups. Also was, ich könnte ja theoretisch auch die Leiter ein Stückchen ran schieben, dann wäre langweilig. Das wäre ja langweilig. Fehlt eine Schürze. Nicht mal rein da. Ups. Was ist denn hier? Steuerung ist das, ne? Ducken, ja. Aber irgendwie ist er gerade ein bisschen bockig. So. Montage des Panzers ist natürlich jetzt nicht gerade so geil. Die könnten schon ein bisschen mehr Auflösung haben. Muss ich mal sagen. Also. Damals waren die Texturen irgendwie noch nicer, gefühlt. Ist natürlich Quatsch, aber. Das Quatsch ist ja nie unbedingt, aber. Kann halt eigentlich nicht sein. Wagenheber. So. Hoppala. Jetzt müssen wir noch den Turm. So, wo ist meine Flex? Was wenn ich so wäre? Jetzt das Ding in die General Direction? General Direction, Junge. Und dann ratzfatz ist alles sauber. Das wäre krass. Oder halt sauber, ne? Relativ. You get the idea. Überleg gerade. Das ist doch eine 5 cm bei dem. Der hat, glaube ich, keine Geschützblende. Oder Mündungsbremse. Was bist denn du? Periskop-Luke. Okay. Nice. So, was müssen wir denn jetzt hier rausbauen? Erstmal die Kiste. Die Kiste muss raus, der Gasmaskenbehälter. Das wäre es, glaube ich, schon. MG34 muss. Ich werde das benutzen. Ja, theoretisch die Gleiskette hier draufziehen.
Weil das hindert mich ja nicht daran. Ich habe gerade festgestellt, dass ich einfach so gedrückt halten kann. Warum macht ihr eigentlich jedes Mal dieses Menü? Mich. Bin ich so austauschbar? Also, Gas muss bei der Kiste. Ja, Schleppleine. Der Wagenheber, genau. Kraftstoffschlauch. Achso, ja, die Keilriemen. Ölkühlerleitung. Ich weiß gar nicht, ob sie. Ja, dauert mal ganz kurz. Er kann halt nicht drüber springen. Das ist wie, als würde ich immer vor so eine unsichtbare Wand springen. Das ist ganz schön annoying. Ein bisschen, zumindest. Genau, ich sehe das schlecht. Das braucht halt viel länger als das Ding. Und das macht halt auch noch flächendeckend. Ist schon nice. Und hier einmal. Dass er nicht drüber spricht. Geht einfach nicht. Einfach unsichtbare Wand oder so. Ich weiß es nicht. Was ist mit dir? Du bist schon gemaked, quasi. Ja, ein paar Sachen haben wir ja so bekommen. Die sind. Jetzt, Junge, da musst du aber. Du darfst nicht seitlich laufen und dann springen. Das macht er nicht. Da sieht er sich nicht so. Okay, gehen wir mal zum. Was ist mit dir? Meinen Motor grundieren.
finde es schön, dass die Teile, die du halt bestellst, die kommen ja dann schon fertig lackiert. Also, du kannst theoretisch sagen, nee, brauchst du nicht. Du kannst, dann sparst halt ein bisschen was, ne? Aber so viel ist das halt auch nicht. So, jetzt sind wir die Dinger wieder. Zack. Hier war noch eine Kiste. Ist eine Decke eigentlich? Ne, schon mal nicht. Dann lackieren wir ihn einmal gleich, wenn wir eh schon mal hier sind. Und dann sehe ich auch gleich, ob der Turm 100% hat. So, mal grundieren. So. Zustand des Turms außen. Ja, sieht gut aus, würde ich sagen. Okay. Ich sehe jetzt gerade nichts, was nicht richtig ist. Jetzt gucke ich mal zum Motor, ob hier irgendwas fehlt noch. Ups. Wieso macht der eigentlich jedes Mal dieses Menü auf? Wenn ich quasi Schrauben befestigen muss. Den habe ich noch nicht gecheckt, den Joke. Zustand des Motors. Was fehlt denn? Sollte man dabei haben, also ein Luftfilter ist recht wichtig. So. Zustand des Motors 100. Sehr gut. Jetzt wird erstmal das lackiert, was wir eh haben. Ich habe auch gerade eben durch Zufall gesehen, dass die Entwickler, die das Game hier machen, auch Project U-Boot gemacht haben. Was eigentlich ganz nice ist. Wenn man denn auf U-Boote steht. Ich meine, gibt besser, würde ich sagen. Silent Hunter früher war eh beste. Aber du bist in dritte war, glaube ich, der letzte, den ich gespielt habe. Oder vier? Nee, drei. Und der vierte war dann der, wo man dann quasi im Pazifik war, als amerikanisches U-Boot. Oder als japanisches, je nachdem. Und dann gab es gleich noch einen fünften oder so? Ich weiß gar nicht. Die habe ich ja nicht mehr gespielt. Also als Kind oder Jugendlicher, wie auch immer. Silent Hunter 3. Ganz schön nice. Oder MacWarrior früher. War schon gut. Okay. Brustentfernung. Ja, du, wir haben ja noch Sachen, die wir. Lass mich mal aussehen. Die mal anbauen können. Der Boden zum Beispiel, der ist nämlich noch rostig. Und den Tunnel der Antriebswelle, der ist schon wieder fit. So, eine Box. Der Gasmaskenbehälter. Habt ihr nur einen Gasmaskenbehälter? Na, frech. Dieser Keilriemen. Natürlich segel ich von meinem Panzer runter. Ja, die habt den Kunst drauf, Mann. Bis den Rost, den kann ich auch so machen, wie weit ich wegstand, Alter. Fuck.
Ja, gute Grundierungsmodus. Nice. Im Game spielst du einfach so viel mit der Maus Klavier, ey. 10. Hey, hab ich dich nicht eingeschickt? Fuck. Bin verwirrt. Und ich habe mich doch weggeschickt, dachte ich. Kiste und Kistendecke. Ich warte mal. Kiste, Kistendecke. So, noch. 7 ist mein Winkelschleifen. Die Fahrzeuge, die ich in die Ausstellung fahren will oder stellen will, die ausstellen will, die möchte ich halt auf 100% haben, soweit es geht. Weiß ich. Ich meine, es bringt mir ja nicht wirklich was. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt wirklich Besucher habe oder so in dem Museum, quasi. Aber du weißt nicht, für mein eigenes Pleasure. Da fehlt auch noch was. Mir gerade auf. Das ist die Konsole, die da fehlt. Lecode Flügel. Okay. Markierung. Tankreparatur. Wenn ich schon Tankreparatur lese, da fehlt doch schon mal der Chefskraft so schlau. Aber es war nicht alles. Yay. Was fehlt noch? Fehlt bei dem Motor noch ein Kraft so schlau. Ne, der Motor hat ja 100% gehabt. Kann ja nicht. Ich meine, ich sehe das ja. Fuck. Position zurücksetzen. War genau nicht das, was ich wollte. Evakuierungsluke. Wie sollst du da rauskommen eigentlich? Evakuierungsluke. Das will ich sehen wieder. Wer evakuiert, Junge. Das will ich sehen. Grundierungsmodus. Ist noch nicht richtig sandig, Streit. Da können wir helfen. So. Mittlerweile würde ich auch drauf scheißen, ob man das Hakenkreuz sieht. Weil sonst ist er einfach Pech. Rostentfernung 97,6%. So, jetzt haben wir die neue Kiste am Start. Nice.
Was fehlt denn jetzt noch? Zustand der Wanne außen. Das ist 99. Xiaomi. Hylex Cereo. Konsole. Wieder ohne Scheiß Konsole. Oh. Aber die sind doch alle dran, die Konsolen. What do you mean? Kraftstoffsystem, was fehlt da wieder? Kühlerdecke, ach ja, okay, der Kühlerdecke. Hülle Interior. Pedalwelle, Periskop des Fahrers. Also erstmal der Kühlerdecke. Ja. Komm ich da so ran? So. Und dann. Fahrer. Oh Gott. Sie. Ist nicht so, nee, Junge, das ist bestimmt gesund. Junge, die Texturen sind aber auch die best. Irgendwas fehlte noch. Was war noch, was fehlte? Irgendeine Pedale oder so, ne? Die Montage, ne? Montage. Aber. Mal zurück. Was bist du? Ja, du, genau, du fehlst nämlich. Ohne Pedale geht nichts. So, Innenraum des Geschützraums, Befestigung des Schwenkwerks. Oh. Was? Du bist so nicht. Nein, du bist nicht richtig. Nein, das ist Sandstrahl. Du, dich habe ich ganz vergessen. Okay. Analyse, show me. Höhenexterior. Was war noch? Die Konsole. Welche denn? Hä? Die ist doch drinne. Hä? Oder ist sie nicht. Ah, du bist nicht. Okay, alles klar, ich sehe. Du bist nicht lackiert. Das wollte mir sagen. So. Schätzchen. Muss ich nur zusammenbauen. Motor rein. Motorhead und Türmchen drauf. Nice. Willst du noch eine schöne Lackierung, habe ich gehört. Jetzt markiert er mir die ganze Zeit dieses Symbol. Ey, genau. Das ist scheiße. So, dann kommst du in den Ausstellungsraum. Auf die 4. Nice. Underdog. Okay. Dann werde ich erstmal hier die Folge beenden und wir sehen uns in der nächsten, probably. Ciao.